mein Name ist Joy Lohmann, ich bin von Positive Networks e.V., ein Verein, der auch im Hintergrund hier diese Veranstaltung, das Makers for Humanity Lab, mit organisiert hat. Und womit wir uns als Positive Networks e.V. schon seit vielen Jahren beschäftigen, ist, wir bauen schwimmende Inseln aus Recyclingmaterialien und haben im Rahmen dieses Makers for Humanity Lab eine Innovation erstellt und getestet. Bislang hatten wir mit Upcycling-Materialien, wie gesagt, gearbeitet und das sind keine witterungsstabilen Konstrukte und keine genehmigungsfähigen Plattformen. Aber jetzt kann ich stolz verkünden, dass wir hier bei dem Makers for Humanity Lab ein Edelstahl-Hexa-Float entwickelt haben. Das ist eine sechseckige Baueinheit, die auf dem Kreminer See hier und auf allen anderen Gewässern auf der Welt eben zu beliebigen Flächen und Formen zusammengesetzt werden können und damit eben auch verschiedene Funktionen einer wassergestützten Zivilisation oder Einzelanwendung erstellen können. So, ja, damit gingen einige Gespräche natürlich einher. Man kann ja nicht einfach irgendwo etwas aufs Wasser tun, ohne sich mit der Rahmensituation zu beschäftigen. Und wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden von der Ferropolis GmbH und auch von vielen anderen Partnern aus der Region hier um Gräfenhainichen und sind seit 3 Jahren mittlerweile hier auf diesem See auch tätig. Und jetzt im Rahmen dieses Labs hatten wir die Möglichkeit, mit anderen Kooperationspartnern zu sprechen, wie das perspektivisch weitergeht. Und wir haben vereinbart, jetzt mit der Ferropolis GmbH, mit dem Zentrum für soziale Innovation aus Halle und mit dem Büro Anhalt eine Lerninsel und andere Bildungsveranstaltungen an diesem Standort zu entwickeln und im Rahmen, also in diesem Jahr noch umzusetzen. Das freut uns sehr. Vielen Dank.